Hier sehen Sie das Modell eines Kniegelenkes mit implantierter Vollprothese. Die Sicht auf das künstliche Kniegelenk wird durch die Kniescheibe verdeckt. Bei dieser Prothesenform werden sowohl die Gleitrinne als auch die Gelenkrollen durch Metall ersetzt. Weiterhin kann eine Kniescheibenrückfläche aus Kunststoff implantiert werden. Hier sehen Sie das Modell eines Kniegelenkes mit implantierten Kniegelenksteilprothesen. Auf der Innenseite medial eine Schlittenprothese, hinter der Kniescheibe eine sogenannte Trochlearprothese. Bei den Kniegelenksteilprothesen bleiben die Kreuzbänder erhalten. Weiterhin benötigt man zur stabilen Gelenksführung selbstverständlich die Seitenbänder.